Rückwärts einparken mit einem Rahsegler. Gar nicht so einfach. Roland Wegner ist heute Kapitän für einen Tag auf der Schulschiff Deutschland. Sein Job ist es, dass das Schiff keinen Kratzer abbekommt. Schiffsbetriebsmeister Ingo Fellmet bedient das Schiffshorn. Bald wissen auch wirklich alle in Bremerhaven, das nationale Denkmal ist wirklich angekommen. Morgens um 5.30 Uhr in Fegesack. Die Gangway muss weg. Hier müssen wir ein bisschen auf Spannung kommen. Jetzt darf niemand mehr im Weg stehen. Vieren. So, stehst im Weg, geh aus dem Weg. Die Schlepper sind da. Kein Wind und die Sonne geht auf. Optimale Bedingungen. Auch wenn die Bedingungen gut sind, heißt das nicht, dass das was Leichtes ist hier. Das sagt schon was, denn hier rauszufahren, ohne damit anzuecken. Um den Standortwechsel hatte es lange Streit gegeben. Es wäre ein leichtes gewesen, die Abfahrt zu blockieren, was als Protestplan ein paar Tage vorher durch Fegesack geisterte. Tatsächlich sind nur ein paar Schiffsfans früh aufgestanden, um nochmal zu winken. Als das Schiff die letzten Leinen an Bord hat und wirklich fährt, ist die Erleichterung beim Vorsitzenden des Deutschen Schulschiffvereins spürbar. Ich hatte auch schon befürchtet, dass da deutliche Proteste artikuliert werden. Das war aber nicht der Fall. Und man muss noch mal allen sagen, Fegesack gehört zu Bremen, wie Bremerhaven zu Bremen gehört. Das Schiff bleibt im Land. Ab Nordenham bekommt die Schulschiff immer mehr Gesellschaft. Yachten, der Rettungskreuzer ist da. Die Kogge, Ausflugsschiffe und Behördenboote machen die Ankunft des Schiffes zu einer Einlaufparade. Die Ufer sind voller Menschen. Die Einfahrt in den neuen Hafen wird zum Triumphzug. Gar nicht so einfach, sich bei so viel Jubel aufs Anlegen zu konzentrieren und dann mit der Wurfleine keine Bremerhavenerinnen abzuschießen. Mit so einem Willkommen hatte auf dem Schiff niemand gerechnet. Kajen voller Leute. Ja, super, ne? Nur man musste zwischen den Leuten die Poller suchen, das war das Problem, ne? Shantychöre, Empfangskomitees, Festreden, Bremerhaven im Schulschifffieber mit dem Oberbürgermeister vorne weg. Bremerhaven ist der richtige Standort. Das ist heute Gänsehaut für alle, die sich für maritime Dinge interessieren. Wir sind dem Schiff entgegengefahren. Das hat richtig Freude gebracht. Die letzte Meldung kommt von der ehrenamtlichen Crew. Keiner will hinschmeißen, weil die Schulschiff Deutschland ab heute in Bremerhaven liegt.